Hallo, da bin ich wieder. Und zwar jetzt, wie ihr seht, in Machu Picchu. Ja, ich bin gestern hier in Machu Picchu angekommen mit dem Zug, mit dem Peru Rail und habe hier in Aguas Calientes übernachtet. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dem bekannten Berg von Machu Picchu und der alten Ruinenstadt. Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu laufen. Man kann diesen Weg auch fahren mit dem Bus. Also wenn man laufen tut, das sind etwa 10 Kilometer. Man kann auch eine Abkürzung machen. Ich werde da unten von der Fliege belästigt. Man kann hier auch eine Abkürzung machen. Die würde dann nur eine Stunde dauern, aber ich will das volle Programm genießen. Und wollte halt diese volle 10 Kilometer laufen, die man circa bis 2 Stunden, 2,5 Stunden braucht. Und ich habe heute extra kein Parfüm an mir, weil ich wollte die Natur genießen und auch riechen. Und ja, bin mal gespannt, was mich auf dem Weg hier erwartet. Bis jetzt ist es sehr schön. Die Luft ist frisch, die ist feucht auch. Es ist kurz nach 8 früh. Ich habe meinen Einlass bei Machu Picchu um 12 Uhr gebucht, 12 Uhr mittags bis 5 Uhr nachmittags. Also habe ich genügend Zeit, in diesen 10 Kilometer ja, ein bisschen hier zu fotografieren und die Natur zu genießen. Okay, bleibt dran. Ja, hier bin ich gerade auf einer Brücke. Hier wurden die Karten kontrolliert, dass man noch Karten hat für Machu Picchu, weil das muss man bezahlen. Und zwar, ich mache hier mal ein Video, wo ich jetzt genau hier bin. Hier ist die Brücke. Und das ist der Urubamba-Fluss. Der verläuft genau unter mir. Weiter geht's. Ja, das ist der Weg, den ich laufe hier bis zum Berg. Es ist ein bisschen anstrengend, weil wir hatten hier eine leichte Steigung. Machu Picchu liegt ca. bei 2500 Meter Höhe. Eigentlich recht gut. Während ich in Cusco auf 3500 Meter ca. war. Und dort hatte ich ja fast 3 Tage mit der Höhenkrankheit zu tun. Wobei nach 3 Tagen es dann besser war. Und jetzt ist es komplett weg, weil wir eh schon 1000 Meter tiefer sind hier in Machu Picchu. Und außerdem ich da mich auch noch akklimatisiert habe. Ja, das ist der Weg. Ich versuche so ein bisschen mehr in der Mitte zu bleiben, weil ich weiß ja nicht, welches Getier hier aus den Büschen kommen kann. Ja. Und das ist der Weg, wo auch die Busse langfahren. Ja, auch ein schönes Wesen, was man hier Bereich finden kann. Es kommt ein Bus, muss aufpassen. So, ich mache hier mal eine kleine Rast, weil es wird schon ein bisschen anstrengend.
Ja, wie gesagt, es geht ja immer bergauf. Aber wirklich sehr, sehr schön hier. Das sieht auch sehr interessant aus. In diesem kleinen Stück Berg sieht aus, als hätte jemand mit einer Axt reingeschlagen und hätte eine Spalte da reingehauen. Ja, sehr kurios. Ja, da unten ist der Urubamba-Fluss und da ganz hinten beginnt Aguas Calientes, wo ich hergekommen bin. So, und ich bin jetzt kurz vor dem bekannten Berg von Machu Picchu. Also ich bin jetzt fast 2 Stunden oder kann man sagen 2 Stunden gelaufen und ich bin jetzt schon kurz davor. Ja, das war's.